Damit kann man nämlich Leute umbringen. Ich wünschte, es gäbe schon 4D-YouTube, damit ihr es riechen könnt. Hallo Leute, hier ist Hazel. Ich möchte 2019 mit einem Knall beenden, aber da ich nicht so der Fan von Feuerwerk und Böllern bin, weil das schlecht für die Umwelt ist und an sich natürlich auch sehr unnötig ist, habe ich mir eine natürliche Bombe geholt. Es stinkt so sehr, ich kann es gar nicht rausholen, aber ihr könnt es ja eh nicht riechen. Diese Bombe ist hier drin und ich habe sie extra gestern doppelt verpackt, weil es stinkt. Es stinkt einfach des Todes und es regt mich auf, dass wir es über Nacht hier liegen gelassen haben. Ich habe es nämlich gestern Abend gekauft. Ich kann euch mal einblenden, wie ich es eingekauft habe. Es wiegt 2 Kilo. Ich wünschte, ich hätte es erst heute gekauft. An dem Tag, wo ich es essen werde. Es hat mich die ganze Nacht voll gestunken. Als ich es gekauft habe, hat es nicht so gestunken. Diese Frucht heißt auf Deutsch Durian, auf Vietnamesisch So Siang und sie ist auch bekannt als Stinkefrucht und diesem Spitznamen macht sie alle Ehre, denn das ist das Stinkendste, was es auf dieser Welt gibt. Glaubt mir einfach. Es hat mir gestern den ganzen Abend versaut, weil es hat einfach so heftig gestunken. Dabei habe ich es extra schon im Badezimmer hingestellt und ganz viel verpackt. Der Geruch ist krass. Das ist krass. Ich wünschte, es gäbe schon 4D-YouTube, damit ihr es riechen könnt. Das einzig Positive ist, ich habe mich an den Geruch gewöhnt. Das bedeutet, ich kann es dann vielleicht auch essen. Aber wie macht man das auch? Ich habe das Hotelpersonal gerade nach einem Messer gefragt und die haben gesagt, Messer sind auf den Hotelzimmern nicht erlaubt. Also habe ich gerade ein Messer gekauft. Hoffentlich reicht das aus. Ich weiß gar nicht, wie man eine Durian öffnet. Warum habe ich mich nicht informiert? Wir gucken schnell auf Google. How to open durian with knife. Opening a durian is a simple and easy process you will need. Okay, man braucht dafür ein Handtuch. Das ist richtig wie ein geplanter Mord. Und das Handtuch brauche ich, damit ich mich nicht verletze. Hier blende ich euch ein Video ein, wie Dirk sich verletzt hat. Digga, überweh. The fuck? Soll ich es so halten und ich soll den Stiel wegschneiden? Im Video hat er auch gesagt, ich brauche ein starkes Messer. Und ich habe einfach das 70-Cent-Messer. Okay, wie unnötig. Am unteren Teil der Durian, hier, da gibt es ein paar Linien, die man sehen kann. Und da soll man entlang schneiden, weil das sind dann wirklich diese Viertelstücke. Er hat gesagt, desto reifer die Durian, desto einfacher ist es ja auch, das zu schneiden. Aber so einfach ist es gerade nicht. Ich habe gehört, wenn sie reif ist, schmeckt sie wie Pudding. Dirk sitzt richtig weit weg. Er kontrolliert nicht mal das Bild so. Ich weiß gerade nicht, wie es aussieht, aber er hat einfach Angst vor dieser Frucht. Dirk sagt, es riecht nach verfaulten Zwiebeln. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Sie haben nicht so eine Linie. Ah! Sie hat mich gepiekst. Ein Pflaster und ein Kuss. Weiter geht's. Okay, und jetzt hat er einfach seine Finger genommen und hier so aufgebrochen. Okay, okay. There it is. Eine Geburt. Okay, Leute, ihr habt gesehen, gemeinsam mit Dirk habe ich diese Durian aufgekriegt. Falls es ein paar Störgeräusche gibt, die sind euch sicherlich schon aufgefallen. Das sind die Kinder am Pool. Ich kann denen jetzt leider nicht sagen, dass sie leise sein sollen, weil ich kann kein Russisch. Egal, wir müssen uns damit abfinden, was wir haben. Und gerade ist Hotelpersonal vorbeigegangen. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier drin Durian essen kann. Ich habe zwar kein Verbotsschild gesehen, so wie am Flughafen, aber ich bin mir unsicher. Deswegen machen wir das alles hier heimlich. Das hier ist das Fruchtfleisch der Durian. Davon gibt es 5 Teile hier drin. Und ich esse erstmal das erste Teil. Oh, das ist genauso, wie die Leute sagen. Es ist matschig und soll angeblich nach Pudding schmecken. So. Und die hier ist reif und wenn sie reif ist, soll sie nach Vanillepudding schmecken. Und Erwachsenen, Asiaten, soll das richtig gut schmecken. Schmeckt gut, aber richtig intensiv. Ich habe das Gefühl, dass mir dieser Geschmack alles zerstören wird die nächsten 3 Tage. Aber an sich schmeckt es wirklich gut. Ich freue mich schon darauf, wenn Dirk das probieren muss. Ich will aber nicht. Mann ey, das Problem bei dieser Frucht ist, man muss richtig viel Fantasie haben. Man muss sich diesen Gestank wegdenken. Man muss denken, das wäre richtig geile tropische Frucht. Dann schmeckt es einen erst. Aber in dem Moment, wo man es gerade so auf dem Löffel hat, denkt man so, boah, ist das eklig. Aber mit ganz viel Fantasie und wenn man nur auf den Geschmack achtet, ist es lecker.
Wenn das Personal vorbeikommt, habe ich mal Angst. Sie ist auch ein bisschen faserig. Ich kann das schon verstehen, dass es manchen Menschen schmeckt. Aber was ich nicht verstehen kann, ist dieses Bedürfnis, das Verlangen danach. Bei meinen Eltern in Deutschland, manchmal hauen sie einfach so eine Sachen raus wie, boah, jetzt eine Durian, wäre voll geil. Und ich denke mir so, was ist falsch mit euch? Und ich denke das immer noch. Ich glaube, ich bin noch nicht erwachsen genug, um das zu fühlen. Ich weiß nicht, da esse ich lieber Vanillepudding, als das zu essen. Zum Glück ist hier noch ein richtig dicker Kern. Das bedeutet, ich habe sie quasi aufgegessen. Das Stück habe ich jetzt aufgegessen. Hier sind nur noch Fasern dran und ein Kern. Ja. 1 von 5 aufgegessen. Ich bete dafür, dass hier doch nur 4 drin sind. Da sind 2. Ich hasse mein Leben. Da sind 2 drin. Aber wenn ich den Geschmack vergleichen könnte, außer Vanillepudding, vielleicht kennen ja einige Asiaten oder Leute, die schon in Asien waren, die Frucht Jackfruit. Es ist relativ ähnlich, bloß die Konsistenz nicht. Immer wenn ich das gerade in den Mund nehme, stelle ich mir vor, dass ich gerade Jackfruit esse. Jackfruit. Schmeckt schon gut. Schreibt mir doch mal unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon mal Durian probiert habt. Oder es reicht auch schon aus, wenn ihr nur Durian gerochen habt. Schreibt mir das gerne. Ich zitter schon. Wenn ihr mich fragen würdet, ob ich lieber die scharfen Nudeln essen würde, also die allerschärfsten mit 12.000 Schuh, oder das hier, wäre meine Antwort die Nudeln. Weil das hier ist irgendwie anders unangenehm. Jackfruit. Warum zitter ich? Es ist ja nicht so eklig. Ah, ich habe den Geruch jetzt vollkommen vergessen, ne? Geruchssinn ist tot. Kurz den Kern umdrehen, um die andere Seite zu verspeisen. Disgusting Asian Shit. Ich darf das sagen. Aufgegessen. Brauch ein bisschen Wasser, bitte, Dirk. Ich dachte, das Wasser würde mich wie neu fühlen lassen, aber nein, das ist in meinem ganzen Körper, dieses Durian. Heute Abend werde ich Durian schwitzen. Beim dritten Stück hat Dirk gesagt, dass er mitessen wird. Hehe. Komm her, Dirk. Es stinkt so. Ich will. Mit ganz viel Fantasie. Ich kann so ein bisschen weniger. Dann nimm einfach weniger Umlauf. Nein, das war zu wenig. Ei, hast du geschmeckt? Reiß dich hier zusammen. Okay. Du musst das wirklich im Mund gehabt haben, um den Pudding zu schmecken. Ja, wenn du nur so hast, ist eklig. Du musst es mit all deinen Geschmacksknospen testen. Mach zu. Du bist ekelhaft. Es hat voll den Zwiebelgeruch, so verrottete Zwiebeln. Dadurch schmecke ich das auch. Ich schmecke nur das. Ich schmecke nichts anderes außer diese Zwiebeln, Alter. Hast du noch nie Jackfruit gegessen? Nee. Hazel ist stark. Die gesamte Jackfruit hat so umgerechnet ein bisschen weniger als 10 Euro gekostet. Und meine Eltern, die das Video jetzt sicherlich gucken, sind stolz auf mich. Und sie machen sich 100% lustig über Dirk. Ihr dürft das auch gerne machen. Bevor wir weiter essen, ein paar interessante Fakten zu Durian. Durian wird auch als König der Früchte genannt. Kann ich 100% verstehen. Ich habe sehr viele Früchte in meinem Leben gegessen. Ich bin ein Fruchtliebhaber. Durian ist mit Abstand das Ekligste. Gibt's was Ekligeres? Schreib's mir in die Kommentare. Ich würd's probieren. Verglichen wird der Geruch mit vergammelten Sportsocken oder schlimmer. Ich kann das nicht mehr vergleichen. Ich rieche nichts mehr. Diese Frucht ist super, super gesund. Es ist ein guter Energielieferant, was ich mir halt vorstellen kann. Weil das ist einfach nur eklig. Und was eklig schmeckt, ist immer gesund. 100 Gramm Durian versorgt dich schon mit 21% des täglichen Bedarfs an Energie. Geil. Also wenn ich das aufgegessen habe, habe ich 100% Energie für den ganzen Tag. Wenn du ein unglückliches Sexleben hast, hat die Frucht auf jeden Fall die Chance, deine Libido zu erhöhen. Es fördert die Beweglichkeit der Spermien und auch die Fruchtbarkeit für beide Männer und Frauen. Alles klar. Leute, die Diabetes haben, können diese Frucht unbedenklich essen, wenn sie denn den Gestank ausstehen können. Hier ist nämlich ganz viel Magnesium drin, was das Blutzuckerlevel reguliert. Falls da wirklich Leute draußen sind mit Diabetes, bitte checkt das nochmal nach, bevor ihr das esst. Ich habe das gerade nur im Internet gelesen und will hier euch nicht umbringen. Denn diese Frucht ist generell gefährlich und kann jeden umbringen. Oh nein, das sind mindestens noch 2 Hab Jackfruit.
Du siehst so klein aus. Apropos umbringen. Diese Frucht ist ja auch als Waffe gekennzeichnet im Handgepäck. Ihr dürft das nämlich nicht im Handgepäck mitnehmen, die Durian. Damit kann man nämlich Leute umbringen. Also ich habe mich ja schon verletzt. Dirk hat sich schon verletzt. Und bei Dirk war es wirklich lustig, weil er hat einfach nur diese Durian transportiert in einer Tüte, hat sich ganz leicht gestoßen und plötzlich hat er an zwei Ecken geblutet. Bei mir war es ja schon ein bisschen Gewalteinfluss. One last bite. Hat irgendwie nach Seife geschmeckt, mein Finger. Lasst uns diesmal so tun, als wäre das richtig geil. Geht nicht. Ha, das dritte Stück ist aufgegessen. Naja, so wie ich es esse, würde meine Mutter sagen, Verschwendung. Aber ich habe keine Lust, diese Fasern zu essen. Ich kann das auch nicht. Ach, nur noch zwei Stück sicherlich hier drin, wa? Oh Mann. Erstes Stück. Nix. Mein Leben, ey. Es sind wirklich nur vier Stück. Das ist eine Schale. Leer. Geil. Meine Gebete wurden erhört. Das heißt, ich kann diese Durian wirklich aufessen. Wie viele Likes gibt es wohl dafür? Like dafür, dass ihr nicht essen musstet. Ich wünschte mir, würde es schmecken. Ich wünschte mir das ehrlich. Meine Eltern, beziehungsweise viele erwachsene asiatische Leute, würden nicht mal sagen, dass das stinkt. Die finden, das riecht richtig gut. Kennt ihr das, wenn ihr zu viel von der gleichen Konsistenz gegessen habt und Angst habt, dass ihr beim nächsten Mal schlucken alles rauskotzen müsst? In dieser Phase bin ich gerade. Früher hatte ich diese Phase immer, wenn ich Bockwurst gegessen habe und bei der zweiten Bockwurst ist mir richtig schlecht geworden. Konnte die nicht runterschlucken. Deswegen esse ich auch keine Würstchen mehr. Ich habe die ganze Zeit ein Ohrwurm von Ariana Grande, One Last Time. Das riecht aber eigentlich auch nach Pudding, wenn man richtig nah rangeht. Dirk, geh mal richtig nah mit der Nase ran. Nur nicht. Mit der Nase. Okay, ich probiere es nochmal. Komm. Okay. Mann, das ist keine Ehre. Er schmeckt scheiße. Danke für nichts. Also der Grund, warum ich jetzt nicht so große Schlucke mache, ist, weil ich Angst habe, bei einem falschen Schluck alles wieder raus zu befördern. Deswegen esse ich auch sehr langsam. Das ist, by the way, auch Vorbereitung für die Familie meines Onkels. Ich bin nämlich in 3 Tagen in Pleiku. Auf jeden Fall war ich schon mal bei meinem Onkel und die haben dort jeden Tag Durian gegessen, weil dort Durian sehr gut wächst. Und da ich ihn ja auch 3 Tage besuchen werde, bereite ich mich ganz gut vor mit diesem Video. Mann, warum ist da denn noch so viel dran? Auf jeden Fall konnte ich jetzt von einigen euch den Wunsch erfüllen, dass ich wieder ein Mukbang mache, denn das war 100% ein Mukbang. Ich habe gegessen und geredet. Ich habe mehr geredet als gegessen. Wenn ihr mehr Mukbangs sehen wollt, dann abonniert und liked dieses Video. Ich bin sehr froh, dass es, glaube ich, nur noch 2 Happen sind, weil dann muss ich nie wieder Durian auf diesem Kanal essen. Ich wollte eigentlich generell so ein Obstmukbang machen, so mit richtig leckeren Obst. So. Es gibt ja auch Obstsachen, die ich noch nicht so gegessen habe, aber Dirk hat gesagt nein. Und dann hat Dirk diese Durian gesehen und gesagt, wenn du Durian isst, dann machen wir das Video. Ich darf das Durian-Video drehen. Das Obstvideo darf ich trotzdem nicht drehen, weil es relativ unspektakulär wäre, geiles Obst zu essen. Ach. Jetzt kratze ich noch den letzten Bissen hier raus. One last time. Und beim letzten Mal mache ich noch ein bisschen ASMR, damit ihr wisst, wie die Konsistenz ist. Aufgegessen! Ich werde jetzt diese zerstückelten Fruchtteile in einen Sack packen und sie entsorgen. Denn dieser ganze Prozess hat sich angefühlt wie ein Mord. Ich habe nach einem Messer gefragt, die haben gesagt, die geben mir kein Messer. Ich kaufe heimlich ein Messer. Ich kaufe heimlich eine Durian, schmuggel sie hier rein, esse alles und dann entsorge ich es. Genau so funktioniert das. Denn ich weiß nicht mal, ob ich diese Durian in diesem Hotelzimmer essen darf, denn es gibt einige Hotels, die das verbieten. Aber bei meinem Hotel habe ich jetzt kein Riesenschild gesehen. Aber ist ja auch egal, ich habe es endlich geschafft. Wir entsorgen das, lüften dieses Zimmer und können endlich weiterleben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne in die Kommentare, was bis jetzt die ekligste Frucht ist, die ihr jemals gegessen habt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe auch, dass ihr mit einem Knall dieses Jahr beendet bzw. startet. Und es wäre auch richtig cool, wenn ihr auf Böller und Feuerwerk verzichtet. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, mich auch auf Instagram zu abonnieren. Tschüss. Ich glaube, ich muss kotzen, ey.